So, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rage Mode. So, nee, Conquest. Jetzt hab ich's. Und zwar mit dem Nico zusammen. Hallo, wie klappt denn das? Du wurdest deinem Team zugeordnet und ich schätze mal, du bist nicht rot. Mir ist Sniper. Oh. Ich glaub neben dir. Nee, du bist blau. Ich bin rot. Und ja. Wir haben es geschafft. Es ist 19.20 Uhr mittlerweile. Ich bin vor einer Stunde zurückgekommen. Oder anderthalb, glaube ich, knapp sogar jetzt mittlerweile. Oh, krass, Alter. Granite, du bist im roten Team. Navigation, Level up. Was nehmen wir denn? Ist da hinter mir. So. Was ist denn ein Frack? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich mir überlegt, da im Moment das so ein bisschen auf Facebook das aktuelle Thema ist, über Nominierungen zu sprechen. Und da auch ein paar mehr YouTuber schon darüber gesprochen haben, wieder Krieger. Kann man das, glaube ich, auch mal machen, denn ich finde seine Einstellung dazu total korrekt, weil er sagt, dass es ja eigentlich negative Auswirkungen hat, der Meinung bin ich auch, und dass man das dann halt, dass man das dann halt so im Nachhinein alles zu spüren bekommt. Und ja, ich bin ja nicht alleine und habe mir den Nico ja an Land gezogen und mit dem könnte man darüber reden. Ne? Nico? Ja, habe ich eine Meinung? Habe ich eine Meinung? Was ist eine Meinung? Nee. Wenn man sich übertreibt, ist es mir eigentlich fast egal. Ich finde das so behindert. Das ist richtig Mobbing, was die hier machen. Alle auf einem. Normal, ne? Hier ist die blaue. Ah, Dani. Bist du für eine Klasse? Bist du fast tot? Ich hab dich getötet. Oh, du bist blöd. Jedenfalls habe ich das so auf Facebook mal bei mir verfolgt. Was so passiert ist mit Nominierungen und sowas. Da waren irgendwie 2/3 meiner Freundesliste nominiert. Und ich finde es vernünftig von einigen, dass sie so ein Anführungszeichen kleines, keine Ahnung wie man es nennen soll, nicht mitmachen. Und ja, es ist halt eine echt coole Sache, dass da halt nicht unbedingt alle mitmachen, nur weil sie sich irgendwie fühlen wollen. Und das finde ich doch schon geil, weil es auch Leute gibt, die noch Vernunft haben. Wie, ich glaube, der Jan hat das noch nicht gemacht. Also, Janni. Jan, wenn du zuguckst, ich habe schon gesehen, Deni hatte ich nominiert. Glückwunsch. ja, der hat das bislang nicht gemacht. Und ich verstehe auch nicht den Sinn dahinter, hinter dem Scheiß. Hast du es schon gemacht? Nein. Ich werde das auch nicht machen, falls ich nominiert werden würde, weil ich es einfach schwachsinnig finde, sowas mitzumachen und sich in Anführungszeichen damit seine komplette Karrierelaufbahn und alles Mögliche kaputt machen könnten. Weil einfach das halt auf ewig bleibt. Also Internet ist ja eine Sache, die Sachen nie wieder vergisst und ich stecke hier fest. Nein. Und das finde ich doch dann extrem unnötig, sowas zu machen. Und vor allem, wenn dann der Boss oder sowas das mitkriegen würde. Der Leute, der vielleicht zukünftige Boss oder Praktikumsgeber oder sonst wer, die das dann mitkriegen und du stehst dann da und weißt nicht, was du dazu sagen sollst, nur weil es eine Dummheit war in deiner Jugend und dafür du deinen Job oder Praktikumsplatz verlierst, nicht bekommst, finde ich das doch echt bitter. Oh, Team Rot gewinnt, so schnell war eine Runde. Du hast 65 Punkte gemacht. Ah, oh, ja. Insgesamt. Ich hab grad mal 50 Punkte gemacht.
Ja. Insgesamt habe ich jetzt 165. Was ein Heck, du stirbst nicht. Im Moment stirbt keiner. Was? Komm, wir gehen gerade in Lobby 12. Lobby 12. Ich glaube, die ist voll. Ja, die ist voll. Ich wäre ja mal für Lobby 13. Da bin ich alleine. Bist du hier? Ja, in Lobby 13. Ja, nee. Da müsste ein Spieler drauf sein. Lobby 13. Ja, das ist ziemlich dumm. Und, aber es kommen doch garantiert noch ein paar. Sobald manche sehen, dass man... Was bringen diese Level-Ups überhaupt? Keine Ahnung. Wähle dein Team. Stimmzettel. Nico. Es wird noch Spieler gewartet. Oh. Schade. Jedenfalls. Ich will doch einfach einen Cut. Ja, oder wir leften kurz die Lobby nochmal. Warte, ich hab das Jump'n'Run fast geschafft. Dann schauen wir uns das einmal an. Und komm, Nico, schaffst du? Und jetzt fällt er. Ist er da gefallen? Ja, nein. Schade. Was muss ich hier machen? Steht da irgendwas? Nö. Du darfst runterfallen. Ja, Level-Ups. Wollen wir doch erstmal gucken, was es da so gibt. 160 Punkte Assault 2. Eine Heilungspotion. Und Engineer. Medic. Alter, krass, guck dir mal an, wie viele Punkte du teils brauchst. Knockback 1 Schwert, 2 Heilungsporschen, etc. Deswegen mal jetzt. Ich glaube, das teuerste ist. Keine Ahnung. 150. Ja, ich glaube, das war der Assault. Nico, kommst du wieder in den Hub mit Hub? Ja, bin und ich schon, glaube ich. Da ist im Moment Level 15 vorne auf dem Schild. Da bin ich jetzt mal drin. Okay, ich komme auch. Voll geil, und in noch nicht mal 60 Sekunden geht's los. Welches Team willst du? Wähle Team, wie kann ich denn das wählen? Ach, mach Day After. Nur Premiums können das Team wählen. Oder hol diese Stimmzettel oder das Papier in die Hand. Hau doch ab aus meinem Skin. After tomorrow. Ja, ja, weil es ja auch gleich weitergeht. Mhm. Hast du einen Cut dazwischen? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah, jetzt hätte ich das Jump'n'Run geschafft. Oh, schon wieder die Bismarck. Jetzt bin ich blau. Blau. Oh, glaube ich mal. Welches Stück Wolle hast du in der Hand? Gar keine blaue. Gar keine blaue. Was? Ja, blau. Erst gar keine sagen und dann doch irgendwie blau. Ah, ich sehe dich. Guck mal, da oben ist ein hässlicher Junge. Ich brenne auf einmal. Boah, hast du den niedergemetzelt? Hinter dir kommt einer. Mensch, das sind zwei Personen. Hinter dir ist einer. Ich weiß. Deswegen laufe ich ja die ganze Zeit. Scheiße, der hat eine Granate geschmissen. Oh, wie viel sind denn hier? Das war eine Granate. Der eine ist bei mir im Boden drin und kommt da nicht mehr raus. Geil. Das ist Hammer, Hammer. Den auch nicht. Ernsthaft? Das, ja. Das finde ich so behindert, wenn du einen nicht treffen kannst. Aber dann für selber finde ich es geil, wenn du nicht getroffen bist, weil du bist halt dann in Anführungszeichen unsterblich. Aber auch nur in Anführungszeichen unsterblich. Wie lange brauchen die Granate zum Explodieren? Probier's doch aus. So. So, komm. Komm, Nico, einfach hier hin. Ja, ich brenne. Da hat mich jemand angegriffen. Hier, flieg runter.
Alter, was spielst du denn für eine Klasse? Die normale Anfangsklasse. Wie heißen die? Assault? Assault, glaube ich, ist es, ja. Ich habe eine Heilungspotion und ich setze sie nicht ein. Nö. Wo hast du den Heilungspotion her? Keine Ahnung. Ich habe sie mir jedenfalls nicht gekauft. Hab 30 Punkte. Ich habe 55. Bin so dumm, ich werfe eine Granate direkt vor mich. Einen habe ich schon mal getötet. Alter, das sind zwei Sniper. So, ich habe noch mal 30 Punkte eben bekommen. Der Typ ist so intelligent. Ich habe zwei von drei Sniper getötet. Das ist geil. Aber 4 gegen 1 ist unfair. Einer hat schon 100 Punkte, der Fussel. Du hast 90 Punkte. Weiter komme ich nicht. Wie der mich runterkickt. Ich war doch 5 Blöcke vom Rand entfernt. Das kann gut möglich sein. Jedoch habe ich keine Ahnung. Irgendjemand nimmt die ganze Zeit irgendwelche Sachen ein. Ich weiß nicht mal, wo die Sachen sind. Weil die Sachen sind immer am Rand des Schiffes, also die siehst du auf den Rändern immer. So, eigentlich ist das gar nicht so schwer, die zu übersehen. Oh, wie der eine bei uns campt. Der einfach nach vorne backt. Mensch, was ein Arsch. Spielerboard. Ich hab 110 hat der 50 Beste. Punkte. Und du nicht. Ich habe 95. 125. Alter, wie viel Schaden macht der eine? 130. Alter, der eine ist so ein Camper. Richtig überpowerten Schaden. Trifft irgendwie hier jeden. Keiner hat irgendwie eine leichte Chance, an den Rand zu kommen. Bin gestorben, leider. Ah, doch, ich jetzt. Ernsthaft? Alter, das ist doch nicht mal normal. Der schießt so asozial schnell. Und zieht mir bestimmt 5 Herzen. Normal. Hab schon wieder Sollten die diesen das? Sprintbug. Das ist aber auch blöd, diesen Sprintbug zu haben, weil du läufst, du läufst, du läufst. Mich verarschen, der eine steht in der Bombe drin. Ich hack so oft auf ihn ein und der wird nicht mal annähernd. Ja, ich sterbe nur, weil ich einen Heilungstrank trinke. Das Ah, rote Team gewinnt, schade. Rot ist immer das Beste. Was? Aber wir hatten doch so viele Dinger eben. Ja, ich war Erster. Ja, ich habe 65 Punkte gehabt. Yay. Geil. Einer hat 160. Wo? Was? 180. Wie viel hattest du? 100, ich hatte 120 oder 130 oder sowas. Ich habe eben voll gegen mein Mikrofon gehauen. Aber dennoch bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und auch wieder Nico, dass er mitgemacht hat. In dieser Runde Conquest. Leider wollten, also eigentlich wollten wir ja Endergames zocken. Leider ist das im Moment ziemlich voll, weil das relativ neu ist. Und wenn du drauf willst, kommst du nie zu zweit raus, weil dich irgendein VIP wieder rausging. Dennoch wünsche ich euch einen schönen. Heute ist Mittwoch, ne? Mittwoch, ne? Ja. Und wünsche euch eine schöne Restwoche. Morgen kommt relativ pünktlich hoffentlich das Video, da ich schon gegen 1 zu Hause bin. Und ja. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Danke, Nico, und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.